Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich total, dass ihr bei meinem Vlog dabei seid. Und jetzt habe ich die Anmoderation genauso gemacht, als wäre es für kleine Familienwelt. Das tut mir leid an dieser Stelle. Ja, so ist das, ne? Also völlig hier aus dem Konzept gebracht. Was euch heute erwartet, ist ein kleines Hot Summer Make-up. Blödsinn. Also guckt einfach, was euch da erwartet. Dann erwartet euch Wellness-Kleidung für den Hund, auch Blödsinn. Es ist einfach ein Bademantel, um den, dass mit der Hund nicht so einen Saustall macht. Und es erwartet euch das Format, wie nenne ich das denn jetzt? Keine Ahnung, was ich im Juli aufgebraucht habe. Also sprich, alles, was halt leer ist. Und ich sage euch dann, was der Schmarrn war und was ich cool fand. Da fällt mir jetzt kein besserer Name ein. Genau, und wenn euch das Video gefällt, ja, ihr wisst ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. So, los geht's, viel Spaß. Oh, ich lege direkt los, weil es hat jetzt schon, keine Ahnung, gefühlte 36 Grad. Also es wird sehr heiß heute. Deswegen starte ich den Tag nicht wie sonst mit Make-up, was ich so ein bisschen mache, Wimperntusche und so weiter. Sondern ganz ehrlich, wenn das so heiß ist, ich verstehe dann immer gar nicht, warum ich dann lese Make-up für super heiße Tage oder irgendwie so, weil ganz ehrlich, du brauchst kein Make-up heute. Das ist einfach sinnlos. Also wir wollen ja schwimmen, wir wollen nicht schwitzen, aber wir werden schwitzen. Deswegen halte ich da nichts davon und ich zeige euch jetzt ganz schnell, bevor es so richtig losgeht, was ich an so Tagen mache, wenn es einfach so super heiß ist, ne? So Ausnahmetage. Heißt, ich habe geduscht, meine Haare sind noch nass. Guck mal, bin ich überhaupt im Bild, ja? Meine Haare sind noch nass und ich habe mich, ist ja klar, gewaschen und eine Sonnencreme fürs Gesicht benutzt. Also das ist bei mir Standard. Die nehme ich immer täglich, also auch im Winter. Sonnenschutz 30. Dann geht es jetzt weiter, nicht mit Make-up, sondern mit der Simply Perfect von M. Asam. Wenn ihr da mal Fragen habt oder wenn ich euch das verlinken soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das ist einfach so eine weiße Creme. Die verreibe ich leicht in den Händen und jetzt trage ich die einfach im ganzen Gesicht auf. Und was die macht, ist eigentlich nur, dass die euch so ein bisschen so einen ebenmäßigen Teint macht, ja. Und auch das braucht niemand von euch, der noch, was weiß ich, unter 35 ist, sondern das macht wirklich erst Sinn, wenn man ein bisschen älter ist. Ja, also ich weiß nicht mal, ob ihr das jetzt seht, aber draußen, also ich im Spiegel, find schon einen Unterschied. Ja, genau. Also wie gesagt, ihr könnt eure Augenringe, wenn ihr wollt, noch abdecken. Ich mache das jetzt nicht. Ich verwende auch keine Wimperntusche, auch wenn man dann tendenziell etwas müde ausschaut. Aber ganz ehrlich, ich bin müde. Wir waren die ganze Woche in München und das war schön, aber anstrengend. Und weil viele von euch gefragt haben auf Instagram, die Isabel war Komparsin und ich war Komparsin bei Oscars Kleid. Das ist der neue Kinofilm mit Oscar David Fitz, mit Florian David Fitz. Der Regisseur ist Hüseyin Tabak, ein super Regisseur, der Hüseyin Tabak. Der heißt wirklich so. Die Isabel dachte, das wäre ein Witz. Und Hauptdarsteller ist der Florian David Fitz, also ein ganz toller Schauspieler auch, toller Mann, ja, sympathischer Mann, hübscher Mann, na, egal. Gut, so, jetzt. Meine Haare sind noch feucht, wie gesagt, ich komme ja gerade erst aus der Dusche und damit die nicht so grisselig werden, gebe ich jetzt einfach so ein bisschen Haarwachs, wie heißt das, Overachiever, da rein, weil meine Haare sonst so, ja, so grisselig werden, so leicht kraus, das schaut ganz schlimm aus und damit kann ich die ganz gut jetzt bändigen, wenn man das sagen kann, überhaupt bei kurzen Haaren. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Lipgloss. Das ist ganz eine tolle Konsistenz. Klebt überhaupt nicht. Und macht einfach so ein bisschen einen schönen Schimmer und so kleiner Geheimtipp, was ich immer noch mache, wenn ich keinen Rouge trage, gebe ich mir hier so ein bisschen hin zum Schluss.
Und dann habt ihr da noch so ein bisschen, ja, Glow. Ich muss erst mal die Brille aufsetzen, sonst sehe ich gar nicht, was ich gemacht habe. Also eins ist mal klar, man sieht jetzt überhaupt keinen großartigen Unterschied, weil ich ja nicht wirklich Make-up benutzt habe. Aber ich will damit nur sagen, es gibt eben so Tage, da reicht das, wenn ihr euch ein bisschen schön pflegt, ein bisschen Lipgloss drauf macht. Ja, dann habe ich euch ja im letzten Vlog schon ganz kurz gezeigt, was ich mir für den Rocky gekauft habe. Für den Rocky habe ich mir einen Bademantel gekauft. Er liegt jetzt schon da draußen und ahnt noch nichts von seinem Schicksal, das ihn ereilen wird, weil Rocky muss heute unbedingt gewaschen werden. Also es ist halt einfach so, ein Kernterrier hat ein anderes Fell, da setzt sich halt doch mal mehr Schmutz rein, und weil er halt doch mal zu mir auf die Couch hüpft und so, möchte ich halt einfach, dass er immer schön sauber ist. Das heißt, so alle 2 Wochen muss er einfach gewaschen werden. Und weil das immer so eine Sauerei ist, weil der schüttelt sich dann schon einmal in der Badewanne, aber dann, wenn ich den draußen habe, so abrubbeln kann ich den einfach gar nicht, und dann läuft er immer raus wie so ein Gestörter und reibt sich an allen Möbeln, allen weiß ich nicht was, alles ist irgendwie nass und schüttelt sich noch 5-mal, und das geht mir halt auf die Nerven, vor allem im Winter. Jetzt im Sommer kann ich ihn ja auch noch mal raus tun für eine halbe Stunde, ne, im Garten. Aber was er dann macht, wenn ich den dann rauslasse, wenn ich den frisch gewaschen habe, dann läuft er durch die ganzen Rinden mulch und wälzt sich wieder da drin und wälzt sich im Gras, und dann war ja alles für die Katz. Ne? Also deswegen möchte ich den Bademantel heute ausprobieren. Der war nicht so teuer, ich glaube 14 Euro. Ich verlinke euch den unten in der Infobox. Und wenn der gut ist, dann hole ich mir nämlich noch einen großen für ein Balou. Ja, also das werde ich auf jeden Fall noch machen. Und dann war doch noch irgendwas. Irgendwas wollte ich doch noch. Leute, ich wollte in dem Vlog noch irgendwas machen. Ah, mein Gott. Ich möchte euch die Sachen zeigen, die ich die letzten Wochen, also sprich im Juli, jetzt aufgebraucht habe. Ich finde das ein ganz schönes Format, reicht mir jetzt aber nicht so für einen ganzen Vlog. Finde ich jetzt so als extra Video, keine Ahnung. Also ich baue es euch lieber hier mit ein, weil dann habt ihr so ein kunterbuntes Magazin. Ich stelle mir das immer so vor, ich würde das lieber gucken, ne? Also nicht nur eins, sondern verschiedene Sachen, ja? Also so wie die Gala. Also gut, ich habe jetzt keinen Promi-Status, aber vielleicht eher so wie, keine Ahnung, die Post. Nee, jetzt wird's doof. Und was passiert, wenn man sich ohne Brille zurechtmachen muss und sich mit Lipgloss irgendwie quer übers Gesicht pinselt? Das könnt ihr jetzt in der Moderation, die zuvor lief, sehen, und in dem anschließenden Video, das ja danach kommt. So, ich habe mir jetzt, so gut wie es geht, das wieder aus dem Gesicht gewaschen. Ich bin so doof, echt. Normalerweise mache ich das immer, dass ich mir hier noch so ein bisschen, ne? Aber wenn man halt nichts sieht und dann das so über das ganze Gesicht schmiert, ja, dann schaut man so aus wie ich. Vor dem Video jetzt hier, nach dem Video jetzt hier. So, also ich habe mich jetzt wieder hingesetzt, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt die ganze Zeit hier gesessen oder ich sitze immer noch da. So, also ich habe es gekocht mittlerweile schon. Was habe ich noch alles gemacht? War mit den Hunden draußen. Isabel spielt jetzt mit den anderen Kindern, und ich dachte mir, das wäre doch ein guter Zeitpunkt, um euch zu zeigen, was ich letzten Monat alles aufgebraucht habe. Und jetzt würde ich euch einfach mal erzählen, was das war, und zeigen natürlich und auch sagen, ob ich das wieder kaufen würde. So, genau, wir fangen mal an damit. Das hat mir die Isabel mal geschenkt. Das ist ein Coco-Cocktail von Bilou. Das ist so ein, wie soll man sagen, so ein cremiger Duschschaum. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen was rauskommt, aber ich glaube, das ist, ja, ist total leer. Und ja, also das ist jetzt mir persönlich so ein bisschen zu süß. Also ich finde das ganz witzig, ich finde die Verpackung ist ganz nett aufgemacht, aber so das Produkt selber ist wohl eher was für junge Mädels. Also ja. Und die Isabel steht total drauf. So, als nächstes, was habe ich noch aufgebraucht? Das ist das Hello Happiness Ginger Lemon
anregende Aromapflegedusche, also ein Duschgel. Und das ist von Titi Seft. Ich muss sagen, ich fand das sehr lecker vom Geruch her. Das riecht so richtig frisch nach Lemon und nach Ingwer. Und ich würde es tatsächlich wieder kaufen. Ich fand es auch gut. Der Duft blieb auch lang, also so am Körper, wenn man so gesagt hat, man hat frisch geduscht und man merkt es auch nach einer Stunde noch, ne? Also den würde ich tatsächlich wieder kaufen. Von mir persönlich eine Kaufempfehlung. Dann habe ich hier aufgebraucht von Dermaclair heißt es. Das ist so eine Gesichtswaschpaste, die man auch als Maske verwenden kann. Das war, habe ich mal bei Douglas gekauft. Das war so ein dreiteiliges Set mit drei verschiedenen Arten von dieser, ja, was steht da denn? Ein Transform Clay, weil das ist eben wie so Kreide. Ich glaube, da ist tatsächlich noch ein bisschen was drin. Ach nee, da geht auch nichts mehr raus. Also den, auf jeden Fall, ich fand den nicht schlecht. Muss man aber auch nicht haben. Also eine Maske habe ich nicht damit gemacht. Ich habe es als Waschschaum genommen. Guck mal, ob jetzt ein bisschen was drauf geht. Ja, hier ist noch ein bisschen was. Guck mal, das ist dann so eine ganz cremige Konsistenz, die man mit Wasser so ein bisschen aufschäumen, das ist schon übertrieben, aber so ein bisschen aufemulgieren kann. Und riecht auch gut, fand's okay, muss man aber nicht unbedingt wieder kaufen, ne? So, jetzt brauche ich schnell ein Tuch. Ich habe mir gleich ganz viele geholt, falls wir noch was öffnen. Also tue ich jetzt auch weg, das hebe ich jetzt nicht mehr auf. Das habe ich aufgebraucht und das ist ein Produkt, das kaufe ich regelmäßig. Das hab ich, da habe ich schon mal das nächste, wenn das leer wird. Das ist mein Deo, das ich im Moment benutze. Oh, das riecht einfach so gut. Was heißt im Moment? Ich habe das schon seit über einem Jahr. Im Winter manchmal ein anderes. Das ist von CD Citrus Deo Lindenblüte Zitrone, also Zitrone. Ein ganz, ganz frischer Duft. Lindenblüte Zitrone, genau. Und Verpackung ist 96% recycelfähig. Ist ein Pumpspray ohne Treibgas. Ohne synthetische Farbstoffe, ohne tierische Inhaltsstoffe. CD-Reinheitsgebot. Ich meine, ich kann euch jetzt nicht sagen, was da genau drin ist. Ich mag es einfach gerne und ich verwende es und ich denke, es gibt schlechtere. Also ich mag es super gerne. Guck mal, ist ein bisschen was noch drin. Das nehme ich jetzt gleich direkt. Kommt immer drauf an, wie steht jetzt es leer. Ja, oh Gott. Schade, dass ihr mich nicht riechen könnt. Dann habe ich aufgebraucht, das war auch mal in der Goodie Box. Human and Kind Skincare with a Conscience. Spricht man das so aus? Ich glaube schon. Body Soufflé, also halt eine Body Milk. Vegan, alles natürlich und so weiter. Aber wisst ihr was? Ich hätte es mir auch denken können, da sind so Mandalas drauf. Ich mag diese Gerüche nicht, die alle so in Richtung Ayurveda, in Richtung Indisch und so gehen. Ich mag das nicht so gern. Ich fand die Creme war schon gut, von der Konsistenz her auch und vom was ist auch leer, vom Gefühl auf der Haut, ja, also lässt sich gut verteilen. Riecht jetzt auch nicht so krass indisch, aber halt dieser Hauch von Ayurveda und weiß ich nicht was, der ist mir persönlich einfach immer schon zu viel. Deswegen fand ich es okay, würde es mir aber jetzt nicht nochmal kaufen. So, dann eine echte Empfehlung, Rituals, das ist eine Fußcreme, Ritual of Karma. Und die fand ich sehr, sehr gut. Sehr angenehm auf den Füßen. Die werde ich mir definitiv, wenn ich das nächste Mal im Village bin, wiederholen. Es gibt nicht viel zu sagen, ne? Also pflegt die Füße, riecht gut und ist auch nicht so schlimm, wenn ihr was noch dann an der Hand habt. Es gibt ja welche, da könnt ihr dann, da denkt man dann, ihr kommt irgendwie aus dem Krankenhaus. Aber die riecht richtig gut. So ein bisschen minzig, ein bisschen frisch. Also hier eine klare Kaufempfehlung. Vielleicht unterteile ich euch das dann nochmal in die Sachen, die ich definitiv wieder kaufen würde und die ich nicht wieder kaufen würde. Also dann haben wir nämlich hier schon diese drei Sachen, würde ich wieder kaufen. Die stelle ich jetzt mal dahin, zeige ich euch dann nochmal. Und diese drei Sachen
Muss ich jetzt nicht nochmal haben. So, und jetzt, oh mein Gott, mein Lieblingsprodukt. Das ist das Reservatol of Youth oder Essence of Youth aus der Reservatol-Serie von M.A. Sam. Ihr wisst, ich habe da relativ viel. Ich habe da auch das Make-up und ich habe da auch noch ein paar Masken und so weiter und so fort. Und das ist wirklich ein super tolles Pflegegel für nach der Pflege vor der Tagescreme, würde ich jetzt mal so sagen. Also das habe ich schon 3-4 Mal gekauft und habe mich jetzt fast schon so ein bisschen geärgert, weil da war so ein anderes Serum im Angebot bei M.A. Sam. So eine rote Flasche, zeige ich euch nächstes Mal. Die ist auch nicht schlecht. Also ist auch so ein Serum, ist auch nicht schlecht, aber es kommt an das nicht hin. Das Reservatol Essence of Youth ist einfach das Beste für mich. Also es kann für euch später ganz anders sein. Ne? Aber jetzt brauche ich das andere halt auf. Und wenn es Prozente gibt, ich glaube, heute gibt es sogar Prozente, dann hole ich mir das wieder. Und das ist so, ich habe es schon ein paar Mal auf den Kopf gehabt. Ah, kommt noch was raus. So, guck mal, es riecht jetzt nicht so toll, aber es ist ja egal, da kommt es ja nicht drauf an. Und es ist einfach ein mega, mega reichhaltiges und trotzdem nicht fettendes Serum. Die andere oben, da glänze ich dann immer so hinterher, ne? Und jetzt im Sommer glänze ich sowieso immer. Aber das, wenn ihr, ich habe mal ab 35, denke ich jetzt mal, je nachdem wie eure Haut beschaffen ist, ist das eine ganz, ganz tolle Pflege. Ja, also definitiv würde ich das wieder kaufen. So, das war's. Jetzt zeige ich euch das nochmal, was es genau ist. So, guckt mal, das würde ich nicht mehr kaufen. Es war okay alles miteinander, da war jetzt nichts Schlechtes dabei, aber ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen. Und das, meine Brille... Und diese Produkte bekommen eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung von mir. Wobei das bestimmt ersetzbar ist, weil es so viele tolle Duschgele sind. Aber das würde ich mir auf jeden Fall immer wieder kaufen und werde ich mir auch immer wieder kaufen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr immer wieder kauft. Also es gibt ja Produkte, also im Bereich Kosmetik, Haarpflege vielleicht auch. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr für Produkte habt, die ihr wirklich immer wieder kauft. Also richtige Kaufempfehlungen. Das wird mich echt mal interessieren. Ja, bin ich voll gespannt jetzt. Also ich freue mich ja immer, wenn ich dann sowas lese, ne? Und was kann ich euch da noch irgendwas unten nice setzen in die Infobox? Also von M.A. Sam, das habe ich ja schon öfter gemacht. Da haue ich euch auf jeden Fall noch den Link rein. Ja, alles andere bekommt ihr... ja, in der Drogerie oder im Supermarkt sogar. Und das Rituals, falls ihr in der Nähe von einem Outlet, also von einem Village wohnt, also Ingolstadt Village, haben einen Rituals Shop und der ist wesentlich günstiger als online, als im normalen Store oder so. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt oder wenn ihr vorbeifahrt, Ingolstadt Village, Wertheim Village, dann geht unbedingt in den Rituals Shop. Genau. So. Ja, jetzt werden wir uns mal den Rocky schnappen und die Dusche hier ausprobieren, beziehungsweise nicht die Dusche. So, und jetzt schnappe ich mir den Rocky. Ich glaube, der hat schon irgendwie was mitgekriegt von den Schwingungen. Und werde den jetzt duschen und den Bademantel ausprobieren. Da bin ich ja so gespannt drauf. Der Gute ist jetzt schon in der Badewanne mit wenig Begeisterung, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Er muss einfach gewaschen werden. Ich gucke jetzt mal, wie ich euch am besten hinstellen kann. Ich verwende zurzeit dieses Hundeshampoo, das ist aber nicht so toll, kann ich euch nicht empfehlen. Ich weiß nicht, der Geruch ist nicht schön, dann weiß ich nicht, warum das so gelb sein muss. Das war mir gar nicht klar, als wir das gekauft haben. Da muss ich was anderes holen. Wenn ihr also Tipps für ein gutes Hundeshampoo habt, gerne her damit. So, und jetzt legen wir mal los. Wie gesagt, er weiß schon, was passiert und ist jetzt da nicht sehr begeistert, aber es hilft ja alles nicht. Und was ich mir auch schon bereitgelegt habe, ist mein Hundebademantel.
Ich bin mir im Nachhinein gar nicht sicher, ob ich den erst waschen hätte müssen. Also ich verlinke euch den später auf jeden Fall in der Infobox. Das mache ich eigentlich immer, ups, ich bin hier. Das mache ich eigentlich immer mit allen Sachen, die ich euch zeige. Da könnt ihr immer in die Infobox schauen oder ihr schreibt mir einfach, dann setze ich es nochmal in die Kommentare. Ups, Baby. So. So schaut das Ganze also bis jetzt aus. Oh, guck doch mal, wie der guckt. Also auf jeden Fall ist er erstmal eingepackt. Begeisterung schaut anders aus, aber es passt sehr gut und es hält auch sehr gut. So, hier. Ja gut, die Kapuze gefällt ihm jetzt tatsächlich nicht. Okay. Tun wir dich mal raus. So, jetzt ruhe ich ihn mal raus, dann sehen wir uns unten wieder. So, wir sind jetzt also hier runtergegangen und wie immer würde er sich jetzt also überall hier mal so ein bisschen entlang schobbern und schütteln. Seht ihr das? Und das hält echt Bombe. Also ich finde das jetzt gerade super. Weil er macht das zwar trotzdem, so wie immer, aber er hat ja diesen Bademantel an. Ganz toll. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass es jetzt so cool ist. Man kennt ja das, man hat ja so oft Sachen, dann denkt man so, ja, das kaufe ich jetzt, das ist super praktisch und dabei ist es überhaupt nicht praktisch. Aber klare Kaufempfehlung, Hundebademantel. Super, ich hole ihn mal schnell her, Moment. So, also ihr seht, der Bademantel sitzt. Der Rocky ist jetzt so... semi-begeistert, würde ich jetzt mal sagen. Erstens duscht er nicht gerne und zweitens gefällt ihm das jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Bademantel, aber ich finde es super praktisch. Ne, Sticky? Also, ich verlinke euch den auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Wir haben einiges doch eingepackt heute in unseren Vlog, von aufgebraucht über Hundewäsche bis mein Sommer-Make-up, das eigentlich gar nicht vorhanden ist. Auf jeden Fall egal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ne? Moment, Schmicki. Sag tschüss. Der ist so süß, oder? Schreibt mal in die Kommentare, wie süß der ist. Es gibt dir 1000 Herzchen. Oh, das ist Blödsinn jetzt. Also, tschüss.